Hans und Gruß, Hans und Gruß, mein gut, Freunde, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur Vorstellung eines neuen Gedichts. Ja, nach längerer Zeit, nach sehr langer Zeit, habe ich mich nun endlich wieder dazu bewogen, ein neues Gedicht zu analysieren, und vor allen Dingen werden wir uns heute um Prometheus kümmern. Denn der User bzw. Abonnent Saikano Tano hat es sich unter einem meiner Videos gewünscht, dass ich das analysiere, und diesem Wunsch komme ich natürlich sofort und gerne entgegen. Und so werden wir uns heute angucken, was Goethe mit diesem Gedicht sagen will, wer Prometheus überhaupt war und was wir vielleicht aus diesem Gedicht nachher interpretieren können. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß. Zunächst erstmal zur Vorgeschichte bzw. zur Person von Prometheus. Prometheus und Epimetheus, das sind Gebrüder und die sind Titanen. Das sind keine Götter, sie sind aber nicht wirklich Ohnmächte. Und auch sie haben eine Aufgabe, nämlich von Zeus höchstpersönlich. Der hat nämlich Epimetheus und Prometheus, die beiden Gebrüder, aufgetragen, die Menschen und bzw. Tiere zu gestalten. Und Epimetheus, der sich dieser Aufgabe vollmächtigt hat, hat das nicht schlecht getan, hat allerdings eines vergessen. Denn der Epimetheus, der Nachdenkende, hat die Menschen vergessen. Und so laufen diese nackt um den Erdenball herum. Das kann Prometheus, der Vordenkende, der das eigentlich schon vorher gesehen hat, natürlich nicht weiter ansehen. Und so, weil er die Menschen auch gerne mag, möchte er sie beschützen vor den wilden Raubtieren, die ja alle Krallen haben, anders als die Menschen. Also überlegt er sich, was er machen kann, und schlau wie er ist, versucht er ihnen das Feuer zu geben. Und zwar geht er da auf den Olymp, auf den Göttertempel, und stiehlt das Feuer von Zeus, ohne dass er es bemerkt. Gibt es den Menschen, und Feuer ist ja immer so eine Sache von Licht, von Intelligenz, von Schönheit, aber auch von Macht. Und Zeus fühlt sich entmachtet. Diese beiden geraten also in so eine Art Streit, und dort setzt das Gedicht ein. Und es zeigt momentan die Perspektive von Prometheus, und der klagt gerade den Zeus an. Wenn wir nun also anfangen mit dem Gedicht, müssen wir so ein bisschen Eckdaten noch herausfinden. 1772 bis 1774 hat Goethe dieses Gedicht Prometheus verfasst und auch erst später in seine Sammlung aufgenommen bzw. veröffentlicht. Dieses Gedicht besteht aus 7 Strophen und jeder dieser Strophen hat eine unterschiedliche Anzahl von Versen. Auch reimen sich keine dieser Verse bzw. hat jede Strophe seinen eigenen Rhythmus. Mit Hinblick auf die Entstehungszeit und vor allen Dingen auch mit dem Hintergedanken im Kopf, wie alt Goethe war, nämlich sehr jung, als er das Gedicht geschrieben hat, muss man dieses Gedicht in die Epoche des Sturm und Drangs einordnen. Und wir werden uns nun angucken, anhand welcher Merkmale man das machen kann und wie gut das Goethe gelingt. Was der Sturm und Drang ist, was ihn ausmacht und was noch andere Literaturepochen ausmacht, das könnt ihr alles in der Playlist, die ich euch oben in dem i verlinkt habe, nachsehen und vielleicht nach dem Video hier weiterschauen. Allerdings nun zum Gedicht. Strophe 1: Und übe Knaben gleich, der Disteln köpft. Da fällt einem sofort ein Vergleich auf, der Prometheus nämlich vergleicht Zeus mit einem Kind, was irgendwie sehr kindisch ist, mit einem aggressiven Charakter, und klagt ihn sofort in der ersten Strophe, in den ersten Versen an. Auch in der zweiten Strophe lässt er nicht locker und klagt neben Zeus auch die anderen Götter an, denn er kennt nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Nachdem er in den ersten Strophen die Götter sehr stark beleidigt, angegriffen hat, versucht er ihnen in der vierten und fünften Strophe vielleicht eine Möglichkeit zu schaffen, sich zu rechtfertigen, indem er nämlich viele Fragen stellt, auf die man ja entgegnen könnte. Allerdings sind diese Fragen rhetorische Fragen. Ich dich ehren, wofür? Wer half mir wieder den Titanen Übermut? Aber in Strophe 6 ist ganz lustig, da gibt er sich nicht nur selber Antworten, sondern selbst ist der Mann. Wähntest du etwa in Wüste fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blutenträume treffen? Das ist eine Aussage, wo er der Metapher der Wüste als Orientierungslosigkeit trotzt und sagt: Nein, siehe her, Zeus, ich bin Prometheus, ich bin alleine gewachsen, die Zeit hat mich erzogen und nicht du, du jämmerlicher, armer Gott. Und in Strophe 7 verfällt er vollkommen in die Hybris und gibt sich selbst als Menschenschaffer, der selbst die Charakteristika und den Menschen an sich geschaffen hat, indem er sagt: Hier forme ich Menschen nach meinem Bilde, die dich nicht achten, genau wie ich. Und das ist eine ordentliche Ansage. Und das ist dem Göttervater gegenüber eine ordentliche Ansage. Denn hier rebelliert Prometheus gegenüber dem Stand des allmächtigen Übervaters Zeus. Er stellt damit die göttliche Ordnung in Frage und erfüllt somit eben diesen Wunsch des Sturm und Drangs, bestehende Strukturen aufzubrechen. Er ist frei und losgelöst von konventionellen göttlichen Machtstrukturen. Er als Titan ist eher dem Menschen verbunden und vor allen Dingen besinnt er sich auf Verstand.
So überwindet Prometheus die Autorität und stellt sie in Frage, die Autorität von Zeus, indem er nämlich sagt, dass Prometheus, also er selbst, die Menschen zu etwas gemacht hat und er selbst eigentlich den Ruhm verdiene, den Zeus gar nicht verdient hat, und trotzdem wird ihm alles geopfert. Das Gedicht von Goethe wird als Hymne bezeichnet und Hymne lobpreist immer etwas. In diesem Fall wird Zeus nicht gelobpreist. Vielleicht versteht man das falsch, aber vielleicht Prometheus... Nein. Das Gedicht von Goethe wird als Hymne bezeichnet und bei Hymnen lobpreist man immer etwas. Allerdings ist die zentrale Figur dieser Hymne nicht Zeus, sondern Prometheus selber. Er stellt sich in den Fokus und dank seiner Hybris behymnet er sich selbst, wenn es dieses Wort gibt. Als Fazit, Prometheus ist hier stürm- und ränglerisch unterwegs. Das heißt also, er bricht mit den Strukturen, die die Götter geschaffen haben und will etwas Neues schaffen. Er will selbst aufstreben, er will sich emanzipieren. Allerdings wissen wir ja, wie die Geschichte von Prometheus geendet hat. Und das ist nicht gerade gut für ihn gelaufen. Aber mit der Kritik und Angriffen an die Götter hat er allemal Aufmerksamkeit geregt und das ist, was der Goethe, der junge Goethe, der wilde Goethe wollte, die Machtstrukturen in Frage gestellt, und das hat er trotz seines angreiferischen Prometheus allemal geschafft. Das war es auch schon wieder. Mich hat es sehr gefreut, endlich mal wieder ein Gedicht zu machen. Ich habe auch noch einen Videowunsch in der Warteschleife. Wenn ihr vielleicht mal etwas sehen wollt, etwas analysieren gehabt haben wollt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch gerne über ein Like freuen. Ansonsten könnt ihr euch noch hier auf dem Kanal ein wenig umschauen. Bis dahin, die Linke zum Gruß. Haut's rein, Freunde.